Ordnung so. Man kann nicht davon ausgehen, dass 24 Gemeinden da einen Brief schreiben, wenn man sich als Landrat vorstellt. Das ist auch gar nicht der Gedanke der kommunalen Selbstverwaltung. Aber wir haben sehr viele Gemeinden, die vom Tourismus leben. Die haben alle Identität und denen kann man dann nichts überstülpen. Aber ich denke, wir haben doch in den letzten 3,5 Jahren im Bodenmeister Instrumentarium entwickelt, nämlich einen Tourismusvertrieb in der privatwirtschaftlichen Struktur, über das es sich nachzudenken lohnt. Warum? Weil man wissen muss, dass heute 50% des deutschen Tourismusmarktes, alles was gebucht wird, die Hälfte über neue Vertriebswege, über Reiseveranstalter funktioniert. Das muss man zur Kenntnis nehmen, dann kann man sagen, das interessiert mich nicht, ich lasse das Marktpotenzial vorübergehen. Ich nehme daran teil, weil jeder von uns hat bestimmt auch schon mal so einen Urlaub gebucht, zumindest die jüngere Generation. Und das haben wir aufgebaut und da sage ich ganz klar, wir betreiben hier auch im Bodenmeister einen organisatorischen Aufwand, den man sich mit knapp 900.000 Übernachtungen im Jahr leisten kann. Das kann eine kleine Kommune nicht, da stelle ich keine Leistung in Abrede, aber eine kleine Kommune leistet sich halt in der Regel eine Halbtagskraft oder eine Ganztagskraft für den Touristinfobereich, den Katalog macht, aber das allein reicht halt nicht für Produktentwicklung. Da würde ich hergehen, Leistungen zusammenfassen, Betriebswirtschaften sparen und dadurch einen Vertrieb aufbauen, den man miteinander macht. Da wäre auch Bodenmeister gerne bereit, und das haben wir mehrfach schon gesagt, den eigenen Vertrieb auch in eine größere Gliederung zu geben, damit man da vorankommen. Ziel ist, Übernachtungszahlen steigern, wie es im Bodenmeister passiert ist, und vor allem auch Übernachtungspreise steigern. Denn wichtig ist nicht die Zahl der Übernachtungen, sondern das, was letztlich in der Region anfällt, bleibt. Die Steigerung bei den Übernachtungszahlen. Also wir haben im Landkreis Regen im Jahr 2011 von Januar bis August, glaube ich, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 4,8%. Worauf ist die dann zurückzuführen? Auch wenn man die ganz konventionellen Wege geht, ist scheinbar auch nochmal ein Plus möglich, oder? Es ist ein deutliches Plus möglich. Wir sind jetzt auf einem guten Weg. Der Tourismusverband hat natürlich mit dieser Marketingoffensive Bayerischer Wald auch einen guten Weg beschritten. Den gilt es auch weiter fortzusetzen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Landkreis Regen, weil die Kleinbetriebe, also nicht Statistisches Landesamt, sondern eigene Zahlen mitrechnen, schon mal fast 2 Millionen Übernachtungen mehr gehabt hat. Wenn man mal davon ausgeht, dass das nur 15 sind, die jeder Gast hier lässt, Übernachtungen und verbraucht, sind das 100 Millionen Euro Wertschöpfungsverlust. Und da glaube ich, kann man mit der Entwicklung nicht zufrieden sein, vor allem wenn man weiß, dass die großen Player im Bayerischen Wald jetzt auch elektronische Gästekarte eingeführt haben, mit der natürlich Schwarzbildung zugeführt wird. Es hat im Bodenmeister eine Rolle gespielt, ein Jahr mal, spielt auch hier eine Rolle. Da sage ich, wir sind noch lange nicht am Ziel. Das sind Marktpotenziale, die sie haben im modernen Markt erschließen. Auch die Übernachtungsleistung halt abverkauft, funktioniert nicht mehr. Da brauche ich ein Produkt, da brauche ich eine Kombination von Leistungen. Also Dankeschön, ein ausführliches Statement zum Thema. Hinweis in diesem Fall Tourismus. Jetzt eine Frage, Michael, ja, auch ein bisschen mit Augenzwinkern jetzt, auch gegenüber den anderen Kandidaten. Es gibt ja in jedem Wahlkampf, ich sag mal so eine Stimmungslage, wo man merkt, okay, wie weht der Wind, was sagt der Wähler, und dann glaube ich, kann fühlen, dass eine recht gute Stimmungslage ganz provokant. Wie sicher ist sich jetzt Michael Adam, dass er das Rennen macht? Die Frage ist schon mal gestellt und ich habe gesagt, bei uns lebt wirklich die Demokratie, weil mit 5 Kandidaten kann ich glaube, dass bei dem im ersten Wahlgang das funktioniert. Und es ist auch immer ganz schwierig im Wahlkampf zu sagen, da liege ich, weil man sich natürlich in einem speziellen Umfeld umgibt, weil man mit Menschen zusammen ist, die grundsätzlich mal gewogen sind. Und darauf möchte ich keine Wette abschließen. Ich merke aber, dass es sehr spannend ist. Ich sage meinen Unterstützern auch, alles ist möglich. Alles ist offen. Am Schluss also doch wieder eine politische Antwort, alles ist möglich. Und jetzt noch die Schlussfrage. Sie sind ja sehr jung, 26, werden bald 27, wir haben gehört. Der Landkreis Regen, es ist ein großer Apparat, ein sehr großer Apparat. 600 Leute insgesamt müssen geführt werden. Jetzt auch wieder provokativ. Kann man das mit 26 Jahren? Kann man diesen Apparat Landkreis führen? Die Frage ist berechtigt. Kann man einen Landkreis in die Hände eines 26-Jährigen geben? Die Frage aber im Bodenkreis war der Kommunalwahl 2008 öfter beantworten dürfen, als mir lieb ist. Und klar ist natürlich, wenn man Menschen anschaut und
sagt, ich weiß nur, dass der 26 ist, dann kann man vielleicht so denken, aber da bitte einfach darum, dass man natürlich jetzt auch sehr groß, der verfügt jahrzehntelang. Und jetzt ist die Frage an Sie, Heinrich Schmidt, warum sind Sie jetzt der Meinung, dass diese Erfahrung so wichtig ist? Ein Verwaltungsapparat in dieser Größe, da müssen Sie Verwaltungserfahrung mitbringen, da müssen Sie sich auskennen in vielen Dingen. Ich bin seit 1996 im Kreistag und fast 10 Jahre Landratsstellvertreter. Ich kenne mich mit dem Haushalt gut aus, ich kenne mich mit den Projekten aus, die laufen und die noch anzupacken sind. Und ich möchte sagen, da spielt das Alter eine untergeordnete Rolle. Man ist so alt, wie man sich fühlt. Wichtig ist, es gibt Leute, die steigen ja schon mit 50 aus und andere, die arbeiten noch bis ins hohe Alter. Man muss eben hier eben die entsprechende Lebenserfahrung, natürlich die Fachkompetenz, ich habe Forstwirtschaft studiert, und bin schon eben in vielen Fachgremien lange vertreten, in Regionalkonferenzen, ich habe Verbindungen zu den Ministerien und als Naturparkvorsitzender habe ich ja bewiesen, auch große Projekte anzugehen. Sie müssen sich nämlich einmal vorstellen, ein Vereinsvorsitzender, wie es bei mir beim Naturpark ist, der sich ein Projekt mit über 7 Millionen Stämmen traut, da können Sie sich vorstellen, dass der schon weiß, wie der Hase läuft und wie man strukturiert mit dieser Arbeit vorgeht. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, eben so ein Amt auch zu führen. Das heißt für Sie, also Sie haben einen Zeitvorsprung gegenüber den anderen Vieren. Einarbeiten müssen Sie sich nicht mehr. Nicht viel. Alles klar. Dann, nächstes Stichwort, attestieren Sie sich selber als Ihre ganz große Stärke, Personalführung. Jetzt frage ich auch wieder ein bisschen mit Augenzwinkern, woran machen Sie das fest, dass Personalführung Ihre große Stärke ist? Das mache ich daran fest. Ich habe eine Führungsausbildung hinter mir. Ich führe schon seit 6 Jahren den Naturpark mit Mitarbeitern und ich bin auf Führungsaufgaben in Behörden vorbereitet. Und da gehört eben einfach mehr dazu, als eben nur zu sagen, ich kann das, sondern da brauchen Sie eben Sozialkompetenz, um mit den Leuten umzugehen. Da brauchen Sie Personalerfahrung, da müssen Sie Konfliktsituationen bewältigen können und müssen auch wissen, wie Sie mit den Mitarbeitern umgehen. Das heißt, Sie müssen mit Führungskompetenz, bedeutet ja, Sie müssen auch den Leuten mit entsprechenden Führungsmitteln eben vor allem mit positiven Führungsmitteln die Leute motivieren, dass sie von ihrer Arbeit überzeugt sind und auch eine gute Arbeit leisten. Und damit die dritte und letzte Frage und damit gehen wir jetzt fast schon über in die nachher offene Diskussion. Und es kommt jetzt ein Thema, das natürlich heute kommen muss. Aufklärung der Dinge, die vielleicht geschehen sind in der Vergangenheit, die im Raum stehen, das fordern Sie. Es muss aufgeklärt werden. Die Leute am Landratsamt müssen natürlich auch geschützt werden. Das haben Sie auch reklamiert. Haben Sie da einen Kenntnisstand? Was ist da in dieser Hinsicht Stand der Dinge? Mein Kenntnisstand ist der, dass der Kommunale Prüfungsverband Prüfungen durchgeführt hat und alles in Ordnung befunden hat. Das ist mein momentaner Kenntnisstand. Die Staatsanwaltschaft ermittelt noch, die verhört zurzeit eine ganze Reihe von Leuten, da weiß man nicht, was rauskommt. Also da kann ich nichts dazu sagen. Aber ich meine auch, Aufklärung ist unbedingt notwendig. Denn Aufklärung ist ein Vorgang, der wieder Vertrauen schafft, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schützt, aber auch der Vertrauen schafft in die Landkreispolitik. Denn da ist, so meine ich, sehr viel verloren gegangen.
Und ein Landratsamt oder eine Behörde in diesem Umfang, die braucht das Vertrauen auch ihrer Bevölkerung. Die müssen auch überzeugt sein, dass da nichts gemankelt wird und nichts gemacht wird. Also in der Richtung muss man eben wirklich hier einmal noch das Ganze eben anschauen und versuchen aufzuklären. Aber mit Fingerspitzengefühl und natürlich auch mit Rücksicht eben auch auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn auf die brauchen einen besonderen Schutz und auf die sollte, wenn nichts ansteht, einfach auch kein Schatten fallen. Dankeschön. Heinrich Schmidt. Und damit sind wir eigentlich mittendrin im Thema und leiten jetzt auch gleich über zur offenen Diskussion. Dieses Stichwort, Sie haben es ja jetzt geliefert, ja, in Anführungszeichen, dass da nichts gemankelt und nichts gemacht worden ist. Viele Leute sagen, das glauben wir nicht. Wir fragen jetzt mal nach beim Landratsamt. Der Pressesprecher ist da. Wir haben ihn gebeten. Anton Wekow hat auch spontan gesagt, jawohl, er stellt sich heute zur Verfügung. Er wird ein kurzes Statement geben und ich habe unseren Stadionreporter, unseren Publikumsreporter Johannes Bäumel, der jetzt bitte schon mit dem Mikrofon mal dorthinter zu Anton Weghofer geht und wir werden ihn mal bitten, einen kurzen Abriss zu geben zum aktuellen Sachstand, ich sag mal einfach, vielleicht sogar in Anführungszeichen, der Ermittlungen. Bitte schön, Herr Weghofer. Mikrofon kommt. Schön. Ja, meine Damen und Herren, wir sind eigentlich seit einem Vierteljahr bei der Vergangenheitsbewältigung. Diese Gerüchte, Verdächtigungen, die belasten unsere Mitarbeiter im Landratsamt. Das ist eine schwierige Situation. Wir haben von Anfang an darauf hingewiesen, dass wir für Offenheit, für Transparenz sind. Das ist bereits vorhin auf dem Podium angesprochen worden. Wir wollen wieder Vertrauen herstellen. Ich denke, diese Situation belastet unser Haus, unsere Leute sehr stark und wir haben bereits seit Mitte August die notwendigen Maßnahmen ergriffen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass man unterscheidet seit dem Tod von Heinz Wölfel und die finanziellen Geschäfte, die hier im Raum stehen, die unterliegen den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Das ist eine Seite und man muss ganz klar trennen, ob diese Geschäfte Auswirkungen auf die Behördenarbeit im Landratsamt hatten oder nicht. Und wir können feststellen, zumindest zum heutigen Tag, dass es keine einzige Entscheidung gibt, die hier beeinflusst worden wäre. Wir können sagen, dass nach Recht und Gesetz gearbeitet worden ist. Und das behauptet man nicht so einfach, sondern wir haben alle möglichen Revisionen, Prüfungen über uns ergehen lassen, die wir zum Teil selber veranlasst haben. Wir haben noch im August eine örtliche Prüfung vornehmen lassen durch den Kreisrechnungsprüfer. Die Kasse stimmt, da fehlt nichts. Wir haben seit September eine vorgezogene überörtliche Prüfung durch den Kommunalen Prüfungsverband. Wir sind seit dieser Zeit im Haus zum Teil bis zu 4 Prüfer, die stellen uns auf den Kopf. Ich habe heute noch mit dem Prüfer gesprochen, der hat mir gesagt, es gibt keinen einzigen Sachverhalt, den man irgendwo am Sachbearbeiter vorwerfen könnte. Und das Dritte, das ist ja das Landratsamt nicht nur im eigenen Wirkungskreis tätig, sondern wir sind auch Teil des Freistaates Bayern, wir werden als staatliche Behörde tätig. Es ist ja heute schon vielfach von Baugenehmigungen gesprochen worden. Wir hatten auch im September über mehrere Wochen eine Vertreterin der Regierung von Niederbayern bei uns im Haus, die ganz gezielt Entscheidungen des Landratsamtes im Bereich des staatlichen Bereiches dann angeschaut hat. Baugenehmigungen, Wasserrecht, Umweltschutz, alles Mögliche. Und der Regierungspräsident hat uns kurz darauf bestätigt, dass es im Landratsamt keine Auffälligkeiten in Bezug auf Entscheidungen und Genehmigungen gibt. Und er hat auch dann noch hinzugefügt, ich habe das auch beim Landratsamt Regen nicht anders erwartet. Einfach einmal, später könnte ich sagen, endlich einmal eine gute Mitteilung wieder aus dem Landratsamt. Herzlichen Dank, Anton Weghofer. Er ist uns auch bitte gefolgt und ist heute gekommen und hat uns eine gute Nachricht überbracht. Also, man könnte es mal mit der Headline hinstellen, soweit alles in Ordnung, liegt nichts an. Jetzt, meine Damen und Herren, sind auch Sie dran im Saal, aber wir haben ja heute noch mehrere Quellen, die wir anzapfen wollen, lieber Johannes. Es gibt ja
nicht nur das Publikum hier im Saal, es gibt ja die ganze große Welt, die heute zuschaut. Ich weiß, in der Türkei wird auch zugeschaut, in einer Hotelbar hat man uns schon gemailt, da wird die Diskussion live verfolgt. Wir sind über die Unser Radio Facebook-Gruppe angedockt. Das heißt, es gibt Live-Fragen hier herein und es gibt E-Mails an Unser Radio, die Johannes jetzt auszugsweise mal die eine oder andere an unsere Kandidatin hier auf der Bühne stellen wird. Fangen wir mal an mit der ersten Frage, die uns per E-Mail erreicht hat. Bitte schön. Genau, also wer noch Fragen hat, der kann sich das schon mal überlegen. Jetzt erstmal ein paar Fragen, die vor oder während der Diskussion reingekommen sind. Die erste geht an Helmut Plenk und Michael Adam, kommt von Anton Feutl aus Brackenbach. Und er schreibt in seiner Mail: Ist es wirklich sinnvoll, beim Wahlkampf politische Persönlichkeiten als Zugpferde zu haben, wie Horst Seehofer oder Münchens OB Ude? War das nur ein Nebeneffekt, weil diese in der Region walten, oder wurden keine Kosten und Mühen gescheut, sich mit denen in der Zeitung ablichten zu lassen? Das ist die erste Frage. Die Bühnen haben wir damit immer, mit dem Abbilden. Der Kandidat hat doch keine Mühe. Ja, wir haben keine Mühe. Richtig, Herr Lukaschik. Also bei Horst Seehofer war es ja so, dass wir sehr glücklich waren, dass wir den Bundeswehrstandort halten konnten. Und daher war das vereinbart, dass er vorbeikommt. Er wurde auch hier Ehrengrenadier. Wir haben uns sehr viel eingesetzt, dass die Bundeswehr bei uns bleibt, auch unsere Mandatsträger. Er ist daher gekommen. Es wurde anschließend noch in Langdorf eine Pressekonferenz. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist doch schön, wenn man Besuch aus München bekommt und dann für das Landesleistungszentrum eine Aussage bekommt. 2,5 Millionen muss ja investiert werden in dieses Landesleistungszentrum und ein Ministerpräsident sagt zu, 75% Förderung gibt's, dann dürfen doch mehr solche Leute zu uns kommen in die Region. Das kann uns doch nur weiterhelfen. Herzlichen Dank für die Frage. Michael Adam hat ja auch Unterstützung bekommen. Nicht nur von Margot Hellwig, sondern auch von Christian Ude. Warum war der denn da? Nur der Christian Ude war nicht bezahlt. Christian Ude ist gekommen, weil er kurz davor als SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2013 nominiert worden ist und gesagt hat, ich möchte irgendwo in Niederbayern meinen Auftakt machen. Und jetzt würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich nicht bemüht habe, dass der im Landkreis Regen stattfindet. Das wäre jetzt geheuchelt. Und das kann man auch ganz ehrlich sagen. Der Christian Ude ist eine Person, die, glaube ich, auch über Parteigrenzen hinweg Anerkennung findet, der auch Interesse weckt, einfach was der zum Sagen hat, weil er sehr unkonventioneller Sozialdemokrat ist und auch sehr erfolgreicher. Und das ist auch der Grund, dass man den holt, einfach auch um ein breites Forum zu haben, natürlich für den Landratswahlkampf. Alles andere wäre gelogen. Das waren also Fragen, die uns, ich glaube, aus Brackenbach erreicht haben. Ne? Brackenbach war der Herr. Genau, richtig. Weitere Fragen aus Facebook oder dann haben wir noch was per Mail nochmal bekommen von der Roswitha Weber und dieselbe Frage hat uns auch die Doris Ganserer gestellt und die wollen beide wissen, was möchten Sie unternehmen, auch wieder an alle Kandidaten diesmal, was möchten Sie unternehmen, damit sich in der Kreisstadt Regen Betriebe ansiedeln? Sehr interessante Frage auch. An wen ist die Frage gestellt? Die ist an alle jetzt. An alle. Also dann Reihe um, bitteschön. Herr Eckel. Ja, es sind da schon so Pläne in der Schublade, insbesondere für die Wirtschaft. So ist zum Beispiel für Regen ein Technologiecampus im Gespräch, speziell für Glassensorik. Da sehe ich gute Chancen, dass man das auch ausbauen kann mit ansässigen gewerblichen Betrieben. Also auch wieder Zusammenarbeit Universität Deggendorf zusammen mit der Wirtschaft. Ähnliche Sache eben auch in Fichtach. Dort wäre es dann Kunststoffoptik, also alles Bereiche, die Zukunftstechnologien sind und die uns wirklich vorwärts bringen können. Würde sich der Landkreis da finanziell beteiligen? Also von der Stadt Regen gibt es da nichts, wenn ich den Haushalt mir so ansehe. Ja. Das ist ja das Problem, das hat man gesehen bei Teisnach. Wer bekommt wieder das Zuckerl? Das sind wieder diejenigen, die sich's leisten können, die ihr Geld haben. Und deswegen gilt es für uns, den Kreislauf zu durchbrechen, dass wir mehr strukturschwach sind, dass wir mehr von wenig Steuereinnahmen leben. Und deswegen meine Idee dazu, die Windparks, das ist die Richtung, die wir gehen müssen. Zum ersten Mal seit langem haben wir mehr jetzt eine Möglichkeit, dass wir Geld in unsere Region bringen. Wenn man den Winteratlas anschaut,
In ganz Bayern gibt es nur Alpen und ein bisschen im Bayerischen Wald, wo sich solche Kraftwerke lohnen. Endlich haben wir mir die Chance und die dürfen wir uns nicht von irgendwelchen ausländischen Investoren nehmen lassen. Also Neuansiedlung von irgendwelchen Betrieben, Industrie hier in der Region, in Regen, in Zwiesel, in Fichtach, irgendwo im Landkreis. Was hat Helmut Blenk da für Ideen? Zunächst müssen wir wohl festhalten, vor ein paar Minuten haben wir gesagt, wir müssen weg vom Kirchturm denken, Herr Eckel. Und jetzt sagst du eigentlich schon wieder, ob das jetzt Regen ist oder Teisnach. Die Besten sind wir froh, dass es in Teisnach ist. Es sind kurze Wege in der Stadt Regen. Ich meine, es wird derzeit sowieso geschaut, was wird mit dem Rotenstock-Gelände. Hier sind wir auf einem guten Weg. Auch ein dickes Lob an die Kreisstadt. Wir müssen Betriebe ansiedeln, aber weg von dem Kirchturm denken. Wir haben keine weiten Wege. Das Ewald-Projekt gehört jetzt vorangeschoben. Hier müssen wir auch Gespräche führen. Wer es mitbekommen hat, Minister Zeil blockiert diese Millionen. Auch hier sind wir auf einem guten Weg. Das muss die Aufgabe eines künftigen Landrats sein. Wir haben ja doch einen FDP-Kandidaten braucht, oder? No. Nein, brauchen Sie jetzt gar nicht weiterzureden, Herr Lukaschik. Brauchen wir nicht, das regeln wir hier im Landkreis Regen. Wichtig ist, dieses Ewald-Projekt brauchen wir. Dann sind wir alle rundum eingespannt. Wichtig ist auch weg vom Kirchturm denken. Und ich denke, wenn das Rotenstock-Gelände hier an einen guten Investor kommt und wir hier für die Region Arbeitsplätze und weitere Einkaufsmöglichkeiten schaffen, haben wir gute Perspektiven. Also, Dankeschön. Jetzt kommt die Diskussion in Fahrt. Das ist gut. Und wir wollen jetzt auch hören, Josefa Schmidt, was haben Sie da für Ideen in dieser Rubrik Neuansiedlung? Ja, Wirtschaftsregen. Da denke ich an dieses leerstehende Gewerbegebiet in Metten in erster Linie. Das schmerzt eigentlich, dass man da keine Landkreiskoordinierung hinkriegt. Das Zauberwort heißt Gewerbeflächenpoolmanagement. Das wäre eine Aufgabe eines Landrats, hier diese Gewerbeflächen koordinieren für alle 24 Gemeinden und einen Hut zu kriegen, damit dieses Konkurrenzdenken untereinander auch aufhört. Ich sehe genauso diese Mosaiksteinchen Ewald, DSL, Straßenanbindung, Macher in Macht, dreispuriger Ausbau, das gehört alles mit dazu. Aber für mich ist das Zauberwort interkommunale Zusammenarbeit bei den Gewerbegebieten und Industriegebieten im Landkreis Regen. Da haben wir mit Kolmburg und Fichtach wieder mal den Puls der Zeit geschafft. Wir haben ein interkommunales Industriegebiet, 21 Hektar, wo die Firma Rea jetzt 6 Millionen investiert und solche Industriegebiete wünsche ich mir mehr, aber ich wünsche es mir auf Landkreisebene, diese interkommunale Zusammenarbeit. Danke. Wir wollen jetzt auch die Anregungen von Heinrich Schmidt noch hören zu dieser Frage. Von Seiten des Landkreises sind wir unbedingt aufgefordert, der Kreisstadt Regen zu helfen. Ich sage Ihnen auch warum. Die Kreisstadt Regen hat existenzielle Probleme, was ihren Haushalt anbelangt. Finanziell relativ schwach ausgestattet und hier kann zwar der Landkreis kein Geld zuschießen, aber wenn Helmut Blenk sagt, dass die Bundeswehr hier, der Bundeswehrstandort gesichert ist, dann ist das nur ein Teil. Es werden ja 200 Arbeitsplätze abgebaut und hier müssen wieder Arbeitsplätze rein. Es muss eine Behördenverlagerung stattfinden oder es müssen zusätzliche Mittel aus Wirtschaftsförderung hier in diesen Raum fließen, in diese Stadt fließen, weil sonst hat die Stadt ganz große Schwierigkeiten. Es steht die Hauptschulsanierung an, die kann sich das nicht leisten. Auch hier muss einfach entsprechend für Förderung von Seiten des Landkreises gesorgt werden. Also Johannes, die Frage war ja explizit gemünzt auf die Kreisstadt Regen. Ne? Was genau, kann man hier tun für die Stadt, um auch die Kasse wieder ein bisschen besser zu füllen? Das war die Frage, die haben Sie auch super beantwortet. Michael Adam, jetzt bitte Ihr Statement noch ganz kurz. Ich nenne Regens stellvertretend für alle anderen, weil es da genauso geht. Und ich glaube nicht daran, dass wir heute ein Gewerbegebiet ausweisen, eine tolle Straßeninfrastruktur und DSL hier bauen. Das sind für mich Standards. Also das sind keine erstrebenswerten Leistungen, wo ich sage, da kann ich mich als Politiker damit rühmen. Da müssen wir sehr viel mehr darüber hinaus tun. Da meine ich mal Technologie, Campi, ob das in Regen ist, in dem Bereich, den der Xaver Eckel genannt hat. Und da muss es einfach drin sein, dass wir als Landkreis sagen, wir fordern wir nicht nur in München, das wird nämlich nicht passieren, dass man uns in jede Stadt so ein Zentrum reinbaut, sondern wir tragen auch selber Kapital zusammen. Kommune, Landkreis und auch Wirtschaft, wie man es im Landkreis kaum gemacht hat, die Unternehmen ranholen, dann ganz klar Möglichkeiten schaffen, wo junge, wir haben ja Leerstände genug, in Leerständen junge Betriebe am Anfang mietfreie Existenzgründungen haben und auch ganz stark versuchen im Fachkräftebereich, Nachwuchs zu gewinnen bei Existenzgründung, also nicht gerade sagen, wenn du gründest, bei uns kannst du auch Gewerbe anmelden, sondern unterstützen junge Abgänger in diesem Technologie-Campi dabei, vielleicht auch mit Förderungen Unternehmen aufzuziehen, denn ich glaube nicht daran, dass die große Firma von München hierher kommt, sondern das muss aus der Region sich entwickeln.
meine Damen und Herren. Jetzt sind Sie im Saal dran, dort hinten laufen ja weitere Fragen rein. Hendrik Schwarz sitzt am Laptop, beobachtet die Facebook-Gruppe. Was kommt neu rein? Wir werden das sofort reinschalten in den Saal. E-Mail behalten wir auch im Auge. Und jetzt bitten wir einfach mal quer durchs Gemüsebeet um Handmeldungen. Bitte Ihren Namen und Ihre Frage. Und vielleicht kann man es auch an einzelne Personen richten, nicht an alle, sonst wird es im Einzelfall dann doch zu lang. Also, wer macht den Start hier im Saal und stellt die erste Frage? Bitte Hand hoch und dann gehen wir hin. Christian Junior und Johannes, bitte in den Saal und jeweils Ihren Namen dazu sagen und Ihre Frage stellen. Gehen wir also gleich ganz nach hinten. So, nehmen wir gleich den Herrn im grünen Pulli, der, glaube ich, hat als Erster die Hand gehoben. Bitte schön. Danke. Mein Name ist Walter Schlicht. Ich war 15 Jahre Geschäftsführer der Firma Lienhard Fichtach. Erstmals freue ich mich, dass man zumindest die Wirtschaft in diesem Frageteil noch erwähnt hat. Weil man muss immer festhalten, dass ja nur 15%, ich möchte, das ist durchaus eine wichtige Säule, aber nur 15% kommen letztlich aus dem Tourismus und 80% müssen von der Wirtschaft, Handwerk, Industrie und so weiter hier bewerkstelligt werden. Also insofern muss das einen großen Stellenwert haben. Und dazu würde mich zum Beispiel interessieren, wie stehen die Kandidaten zur Technoregion Bayerwald? Das ist ein ganz wichtiges Thema aus meiner Sicht. Und die zweite Frage, wenn ich die anschließen darf, die geht zum Krankenhaus. Wir haben ja auch einen ähnlichen Haushalt, ein ähnliches Haushaltsvolumen wie beispielsweise der Landkreis. Welche Strategien haben die Kandidaten, um diese Krankenhäuser weiterhin zu sichern und zu erhalten? Dankeschön. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie jetzt das alle reihum antworten und fangen einfach mal an. Also erstes Stichwort Technoregion Bayerischer Wald. Aber wir fangen jetzt in diesem Fall mit Helmut Blenk an, weil vorhin hat der Eckel den Start gemacht. Helmut, bitteschön. Ja, selbstverständlich stimme ich zu dem Wort. Es wird ja gesprochen, ein Hightech-Standort hier im Bayerischen Wald mit dem E-Wahl-Projekt, mit dem EV-Campus stehen wir auch sehr gut da. Es haben sich mittlerweile 300 Arbeitnehmer dort auch angesiedelt. Es ist so, wir haben im Landkreis Regen 3300 Unternehmer, vom Kleinunternehmer, vom Handwerker bis hin zum Hightech-Betrieb. Wir stehen zu dem, das gehört mit ausgebaut, Sie haben es ja vorhin schon gehört, dass wir hier weitere Millionen brauchen, auch vom Wirtschaftsministerium, hier keine Streitigkeiten aufkommen dürfen, das mit weiter ausbauen, auch in Verbindung mit Schulen, ist ganz, ganz wichtig, denn unsere Kommunen leben ja von den Gewerbesteuereinnahmen. Und ein Landkreis hat ja selber keine Einnahmen, außer über die Kreisumlage. Die wollen wir ja relativ auch in ruhigem Fahrwasser halten und so niedrig wie möglich. Sonst bekommen wir Ärger mit den örtlichen Kommunalpolitikern. Also ganz, ganz wichtig, das weiter auszubauen, für unsere jungen Leute hier dann Arbeitsplätze zu sichern und vor allem